Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ja. Spreche ich mit Herrn Volsemars, ja? Sieht so aus, ja. Also ich spreche mit Kontoberaterin Johanna Hansen. Aha. Also es geht um Onlinehandel. Ich sehe, dass Sie haben gerade eine Registrierung gemacht, ja? Ja, schon ein paar Minuten her, aber ja, kommt so ungefähr hin. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Heute habe ich euch wieder zwei Telefonate mitgebracht. Zwei Telefonate, die, naja, wie immer, ein kleines bisschen verrückt sind. Geht auf jeden Fall nicht bei solchen Telefonaten ans Telefon und legt einfach auf, wenn solche kriminellen Machenschaften bei euch in der Telefonleitung hängen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen beiden Telefonaten. Ja, also ich will Ihnen zu helfen, Ihr Handelskonto zu aktivieren, damit Sie schon Ihr Handel beginnen. Aha. Da Sie wissen, haben Sie Erfahrung in diesem Bereich oder Sie sind ganz Anfänger? Geht so, also so ein Mittelding. Bitte? Ja, so ein Mittelding. Wissen Sie, wie das funktioniert? Nur so ein bisschen, ja. Okay, mit welchem Produkt haben Sie gearbeitet? Na, noch gar nicht. Also, Sie haben gar keine Erfahrung, das heißt. Nee, das heißt es nicht. Okay, und mit welchem Produkt möchten Sie jetzt Ihr Handel beginnen? Ja, weiß ich noch nicht. Das, was so am rentabelsten ist. Okay, wie haben Sie sich entschieden, diesen Handel zu machen? Ja, ich wollte mal gucken. Haben Sie vielleicht eine Werbung gesehen, ja? Ja, genau. Wo haben Sie das gesehen? Och, da fragen Sie mich was. Das weiß ich doch nicht mehr, wie die Werbung hieß. So, Sie wissen nicht, ja, wo haben Sie diese Werbung gesehen? Ja, irgend, also auf Facebook war da halt so ein Link und da habe ich drauf geklickt, ja. Facebook. Ja, da war so ein Link und dann kam so eine Seite mit Werbung. Und bei Facebook stand da, dass man da investieren kann und dann kriegt man da Geld raus. Und sind Sie schon auf unserer Website? Nee, jetzt gerade nicht, nee. Okay. Mit welchem Betrag möchten Sie Ihr Handel beginnen? Ja, Sie gehen ja ganz schön schnell ran. Wollen Sie mir nicht erstmal irgendwas über Ihre Firma erzählen, bevor wir über Geld reden? Was die Firma so genau macht und wie Sie so arbeiten und wo Sie reguliert sind und. Ja. Ja. Also wir arbeiten mit Kryptowährungen, Aktien, also Tesla, Forex, alles. Aha. Sie brauchen ein Konto aktivieren, ja? Danach Sie werden Ihr Handel mit Ihrem Finanzberater weitermachen. Die andere alle Sache wird der Finanzberater Ihnen weiter klären. Also Sie können mir jetzt gar nicht mehr erklären. Ich habe schon erklärt. Sie brauchen jetzt ein Konto haben. Ach so, Danach Sie schon das war weitergehen. jetzt die Erklärung. Also das war alles Okay. jetzt, oder wie? Haben Sie irgendwelche Frage? Stellen Sie das bitte. Ja, also wo sitzt denn Ihre Firma? Wo ist denn der Hauptsitz? Wir sind also in Deutschland, in Berlin. In Berlin. Ja. Aha. Aber wir haben drei Filialen. Ja? Ja, wo ist Eine in denn? Österreich, die andere in England. Aber wir sind in Deutschland. Also die Firma Und kommt aus Deutschland. Ja. wir haben also drei Filialen in Deutschland auch. Und über wen sind Sie reguliert? Also wer macht die Lizenz? Sie werden die andere, also Dokumenten, ja, nach dieser Aktivierung, Sie werden offizielle Dokumente von unserer Plattform bekommen, ja, von unserer Qualitätsabteilung. Also bevor ich das einzahle, kann ich jetzt nicht prüfen, ob Sie reguliert sind oder wie? Nee, Sie brauchen zuerst unsere Kunden sein, danach bekommen Sie das alles. Aha, also ist das ein Geheimnis. Das klingt auf jeden Fall nicht sehr seriös. Das klingt nicht nur nicht seriös, sondern es ist auch einfach nicht seriös. Denn wenn ich nach der Regulierung frage, dann hat sie hier schlichtweg einfach zu antworten. Tja, aber man soll ja erst einzahlen, bevor man weiß, ob diese Firma reguliert ist. Das ist schon interessant. Das heißt, man soll hier sein Geld einzahlen und weiß überhaupt nicht, was das für eine Firma ist und, naja, ob die überhaupt mal jemals irgendwann auszahlen wird. Und krass, was die sich hier so am Telefon leisten. Und noch viel krasser, dass hier Menschen darauf reinfallen. Von daher schützt alle in eurer Umgebung, teilt die Videos gerne und berichtet allen davon, dass wenn so ein Telefonat irgendwo mal reinkommen sollte,
einfach auflegen, denn das ist der beste Schutz, den man ja hier eigentlich ja, sich selbst bieten kann. Was ist nicht seriös? Naja, wenn Sie mir jetzt nicht mal sagen können, wo Sie reguliert werden. Ich habe eine Frage. Darf ich das stellen, bitte? Ja. Was ist Ihr richtiger Name? Darf ich das wissen? Weil Sie haben also mehrmals registriert. Ich weiß nicht, was ist Ihr richtiger Name, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Ja. Das ist aber ganz komisch, ja? Ja, komisch. Ich weiß nicht, was möchten Sie machen? Also, ja, ich suche eine seriöse Firma und habe mich da bei verschiedenen Werbungen angemeldet, aber irgendwie rufen nur Betrüger an. Ach so, es tut mir sehr leid, wissen Sie. Es tut mir sehr leid. Das kann ich für Sie tun jetzt, sagen Sie mir bitte. Na, mir erzählen, wo Sie reguliert werden. Ich habe schon gesagt. Nee, haben Sie nicht beantwortet. Also, meine Kollege hat schon gesagt, dass er hat auch Ihnen erklärt. Nee. Er wird mit Ihnen jetzt weitersprechen. Warten Sie mal kurz. Ich habe eine neue Registrierung gemacht, Herr Voldemort. Erwin Schulz ist am Apparat. Ach so, hallo. Hallo. Gerade schon am Computer angekommen, oder das dauert noch? Nee, ich bin am Computer, aber ich wollte gucken, wo Sie reguliert sind. Also ich habe mich da nochmal angeguckt, da auf der Webseite. Aber irgendwie findet man da nichts dazu. Gar keine Informationen. Welche Informationen meinen Sie denn? Ja, wo Sie reguliert sind. Wie bitte? Ja, über wen Sie reguliert werden, steht da nirgends. Sie werden das alles nach der Kontoaktivierung bekommen, okay? Ja, aber das ist nach der Kontoaktivierung, ist ja der Drops schon gelutscht. Entschuldigung, warum spielen Sie denn da? Eigentlich nur noch blanker Wahnsinn. Die wollen wirklich, dass man da einzahlt und keine Informationen über die Firma erhält. Ich soll einfach blind an irgendjemanden Wildfremden mein Geld überweisen. Und ja, das war's eigentlich. Also mehr Angebot bekomme ich ja gar nicht. Man ruft mich an, will Geld von mir, sagt mir gar nicht so wirklich warum, was man da machen kann, worum es da geht, was ich davon habe, wie viel Profite ich machen kann. Und eine Regulierung, wo die lizenziert sind, das möchte man mir hier auch nicht verraten. Erst wenn ich eingezahlt habe. Dass ich diese Antwort trotzdem nicht bekommen werde oder irgendwelche Märchen erzählt bekomme, das ist sicherlich klar. Aber einfach nur dramatisch. Also wie die vorgehen, ich finde es immer wieder erstaunlich, dass die damit wirklich Erfolg haben. Sicherlich werden sehr, sehr viele Menschen einfach auflegen am Telefon oder reinbrüllen oder wie auch immer. Aber das Schlimme, Dramatische an der Geschichte ist eigentlich, dass das die interessiert es nicht. Die machen weiter und es gibt Menschen, die zahlen da ihr Geld ein. Was hat denn das mit Spielen zu tun? Ich will doch nur Informationen. Entschuldigung, ich will nicht meine Zeit verschwenden, okay? Aha, also sind Sie ein Betrüger? Ja, Sie sind ein Betrüger, genau. Du bist Betrüger. Ja. Du verschwendest deine Zeit und einfach, aber wir werden unser Gehalt bekommen. Was ist bekommst ja nicht, du? Ist ja nicht schlimm. Gar nicht. Doch. Ich bekomme mein Gehalt, okay? Ja? Aber du gar nicht. Naja, da bist du dir ja sicher, ja? So kann nur ein Betrüger sprechen. Und das war's dann auch schon vom Gespräch. Mehr Inhalt gibt's hier einfach nicht. Einfach Wahnsinn. Und schön, wie er sich damit brüstet, dass er trotzdem sein Gehalt bekommt, auch wenn er mit mir quatscht. Und dass ich nichts davon hätte. Doch, wir haben eine ganze Menge davon. Schon alleine haben wir die Zeit verplempert. Und sicherlich bekommt er in der Zeit Gehalt. Also auch nicht alle Betrügerfirmen, aber der hier vielleicht, das kann ja alles sein. Aber naja, der Firma kostet das auf jeden Fall Geld, wenn die sich mit mir unterhalten. Und damit haben wir ja das Ziel schon mal erreicht. Und außerdem haben wir diesen Mitarbeiter sowie die Kollegin schon mal blockiert. In der Zeit konnten die niemanden anderen bescheißen und auch gar nicht erst versuchen, irgendwo anders an Geld zu kommen. Naja, die Welt ist böse. Aber ich habe euch noch ein Telefonat mitgebracht. Hallo? Hallo, schönen guten Tag. Spreche ich mit Herr Labusch Knusprig, ja? Ja. Knusprig. Am Apparat ist Erika Schmidt von der Handelsplattform Ultima Trade, Herr Knusprig. Sie haben sich gerade gemeldet und... Ja, Knusprig, ja? Nee, Knusprig. Aha. Sie haben sich gerade gemeldet und Interesse an Bitcoin Profit gezeigt, richtig? Ja. Sehr gut. Dazu haben Sie erfolgreich ersten Schritt getätigt, Herr Knusprig. Sie haben sich... Knusprig. Bye-bye. Okay, Sie haben sich schon gemeldet und ersten Schritt getätigt, also schon ein Handelskonto erstellt. Sie haben diese noch nicht vervollständigt.
Sagen Sie bitte, haben Sie Erfahrung in diesem Bereich oder ist das Ihr erstes Mal? Nein. Ist das Ihr erstes Mal? Ja. Aha, sehr gut. Können Sie bitte sagen, Herr Knusprig, haben Sie schon entschieden, mit Knusprig, diesem Betrag... Knusprig, Knusprig. Knusprig, Knusprig. Zweimal ja. Also? Ja. Okay. Haben Sie schon entschieden, mit wie viel Betrag Sie anfangen wollen? Wie viel muss ich denn? Also müssen Sie nicht. Gibt es drei Beträge, von denen Sie auswählen können. Also Mindestbetrag ist 250 Euro für die Aktivierung Ihres Handelskontos. Ja? Standardsumme ist 500 und Premium 1000 Euro. Bei 500 und 1000 Euro bekommen Sie noch 30% von uns. Mhm, toll. Also, was für eine Stimme, Entschuldigung. Haben Sie Lautsprecher eingeschaltet, oder? Nee. Hallo? Ich höre Sie. Ja. Aha. Also haben Sie schon entschieden, mit wie viel Betrag Sie anfangen möchten? Nee, noch nicht richtig. Was kann man da alles machen bei der Firma? Wie bitte? Na, was macht denn die Firma so alles? Nochmal, ich habe Ihre Frage nicht verstanden. Was macht denn die Firma so alles? Was macht man? Die Firma. Firma? Ja, dein Laden da. Ich habe Firmenname doch gesagt, da brauchen Sie bei diesem Fall ganz aufmerksam sein. Nee, die Frage war, was die alles machen. Die müssen aufmerksam sein, wenn ich Ihnen eine Frage stelle. Weil ich habe Ihnen ja eine andere Frage gestellt und Sie waren nicht aufmerksam und haben falsch geantwortet. Können Sie bitte sagen, sind Sie interessiert an automatisierten Systemen oder... Ja, ja, natürlich. Wie bitte? Ja, natürlich. Ein automatisierten System, ja? Da muss ich dann nichts mehr machen, das geht dann alles von ganz alleine. Haben Sie auch PayPal? Nee. Können Sie bitte erstens auf meine Frage antworten, ja? Na, die antworten ja auf meine Fragen auch nicht. Ja, stellen Sie bitte nochmal, ja? Also Sie sprechen sehr schnell, da ist das ein bisschen kompliziert zu verstehen. Wiederholen Sie bitte. Ja, die Frage war, muss ich denn da gar nichts mehr alleine machen, wenn es die ganze Zeit ein Roboter macht? Ach so, wenn es automatisch läuft, dann alles macht Roboter. Ja. Sie werden von Finanzabteilung Robothändler, also automatische Software, auf Ihrem Handy installieren und damit weitermachen. Also muss ich nicht mehr alleine machen. Wie bitte? Also muss ich nicht mehr alleine machen. Nee, Sie machen es alleine. Also Finanzexperten installieren Robothändler. Ab und zu brauchen Sie genau mit in Kontakt sein mit Finanzberater, ne? Aber dafür werden Sie auch Termine machen. Wenn Ihnen passt, also kurz einfach telefonieren, dann können Sie. Wenn nein, können Sie gerne, also der ganze Prozess ganz automatisch organisieren. Was so, ich habe gedacht, ich kann dann da einfach nichts machen. Ja, dann werden wir es so organisieren, damit Sie nichts machen. Ja. Ja, da brauchen Sie erstens sagen, mit welcher Zahlungsmethode Sie Ihr Konto aufladen möchten und dazu noch mit wie viel Betrag, damit ich also bei Aktivierungsprozess Ihnen weiterhelfen kann und dann Ihre Daten weiterleiten. Hm. Sagen Sie bitte, Herr Knusprig, Knusprig, haben Sie schon entschieden, mit wie viel Betrag Sie anfangen wollen? Wenn Sie sagen, die 350 Euro sind am besten, dann nehme ich die. Ja, minimal ist 250 Euro. Wenn das gut ist, dann mache ich das so. Wie bitte? Wenn das gut ist, dann mache ich das so. Herr Knusprig, also haben... Was denn? Hallo? Ja, ich höre Sie. Ja. Aber jetzt sagen die doch gar nichts mehr. Also möchten Sie ganz minimale Summe anfangen? Habe ich sagen, recht? Wenn Sie sagen, das ist das am besten, dann machen wir das so. Machen wir so. Können Sie bitte sagen, ob Sie es mit Kreditkarte machen werden? Oder mit PayPal oder mit Giro? Kreditkarte habe ich nicht. Haben Sie nicht. Haben Sie PayPal oder Girokarte? PayPal habe ich nicht. Haben Sie nicht. Also Giro haben Sie, ja? Was ist Giro? Giro ist normaler Bankkonto, also Sparkasse. Ja, nur was hat mein Betreuer. Aha, haben Sie Sparkasse, richtig? Nee. Was benutzen Sie als Zahlungsmethode? Bargeld. Bargeld? Ja. Dann gehe ich in meine Automaten, hole mir Geld raus und dann kann ich damit überall bezahlen. Das ist aber, das macht man schon länger so.
Ja, ich glaube, also jede Person im 21. Jahrhundert benutzt Online-Banking. Also um ihre Arbeit zu verleichtern. Ja, Herr Knusprig. Ja, und daran sieht man mal wieder ganz deutlich, dass die nette Betrügerin hier überhaupt nicht zugehört hat und dass es ihr um nichts anderes als meine Kohle geht. Denn ich habe ihr gerade erklärt, dass ich einen Betreuer habe und gar keinen wirklichen Zugriff auf mein Konto. Also zumindest jetzt im Verlauf des Gesprächs erstmal. Nur Wahnsinn. Also ich finde es einfach immer wieder krank, wie die Leute wirklich einfach jeden und alles bescheißen. Denn eins ist klar, wenn jemand einen Betreuer hat, dann kann der keine Verträge einfach so abschließen und auch nicht einfach irgendwo ein Trading-Konto eröffnen. Es ist schlichtweg einfach technisch nicht so wirklich sauber und nicht erlaubt. Und letztendlich ist der Vertrag nicht gültig, wenn ich irgendwo einen Vertrag schließen würde. Ja, aber das scheint ihr hier nicht zu wissen und auch überhaupt nicht zu interessieren. Oder vielmehr einfach nur nicht zu interessieren. Ob sie es weiß, weiß ich nicht, aber naja, man sieht ja, was bei rauskommt. Es geht einfach nur um euer Geld. Ja, aber in der Banking darf ich ja gar nicht. Aha, möchten Sie nicht also. Können Sie bitte sagen, haben Sie WhatsApp? Nee. WhatsApp-Nummer haben Sie? Nee. Haben Sie nicht. Ist der E-Mail korrekt? Also luisonos.knusprig@mdccfan.de. Ja. Herr Labusch, will Sie mich bestimmt sagen, dass Sie mir bald Geld eine Überweisung machen werden, dann soll ich von meiner Rechnungsabteilung Bankdaten haben, also Bankdaten kriegen und Ihnen schicken. Wie muss ich das dann machen? Wie bitte? Wie muss ich das dann machen? Da brauchen Sie zur Bank gehen also und Geldüberweisung machen, damit wir Ihr Konto aufladen können. So. Wie da viel Geld brauche ich denn da? Wie bitte? Wie viel Geld brauche ich denn da? Nochmal, ja, bitte. Wie viel Geld brauche ich denn da? Also mit welcher Summe brauchen Sie denn? Entweder also bei Überweisung brauchen Sie mindestens mit 350 Euro es machen, entweder mit 500, entweder mit 1000. 1000 ist viel. Wie bitte? Wie viel Geld kann man denn da verdienen? Also, das hängt, in welchem Bereich Sie Ihr Geld investieren. Ja. Also, Finanzmarkt ist grenzlos. Ne? Gibt es Aktienhandel, Kryptohandel, Rohstoffe oder Forexhandel? Ne? Also mit Wertpapieren. Ja, was ist denn der Unterschied? Wie bitte? Was ist denn der Unterschied? Nochmal bitte. Was ist denn der Unterschied? Also das hängt, wie viel Sie verdienen werden, hängt von Finanzmarkt an. Ja, Herr Knusprig. Ja. Also, abhängig davon, ob Sie an Aktienhandel wollen oder an Kryptowährungen oder an was, ne? Da gibt es Kursveränderungen und abhängig davon werden Sie profitieren. Also, jetzt brauchen Sie bestimmt auf meine Frage antworten. Verstehen Sie mich? Ja, bitte. Okay. Verstehen Sie, worum es geht? Überhaupt? Verstehen Sie, was ist Finanzmarkt? Was ist Handel im Finanzmarkt? Verstehen Sie das? Nee. Haben Sie darüber Ahnung? Nee. Haben Sie nicht. Wie haben Sie denn sich gemeldet, wenn Sie keine Ahnung haben? Da war Werbung bei Facebook. Ja, mit Werbung. Ja, so ja. Mit Bitcoin-Werbung. Da war irgendwas mit runden Münzen, ja. Die waren schön und da habe ich gedacht, da kann man Geld machen, weil da stand ja, dass man da Geld bekommt und dann habe ich mich da angemeldet. Können Sie bitte sagen, sprechen Sie mit Lautsprecher? Also Lautsprecher bei Ihnen ist eingeschaltet oder was? Was ist das? Lautsprecher haben Sie eingeschaltet oder was? Ich soll lauter sprechen? Moment bitte, ja? Ja. Weiß ich nicht, also was Sie gleich beim Anruf machen. Warte. Hallo? Ja, hören Sie mich, ja? Ja. Können Sie mir bitte sagen, ja? Vielleicht machen Sie Aufzeichnung. Also von meinem Anruf. Wie geht das? Muss ich das machen? Aufzeichnung. Wie macht man das? Wissen Sie was? Sie halten Sie entweder als eine dumme Person. Entweder sind Sie eben... Jetzt sind Sie aber beleidigend. Sie halten sich ganz unseriös. Nein. Oder sind Sie so? Das gefällt mir was nicht. Was ist das? Sie sprechen jetzt mit einer Geschäftsfrau. Oh. Entweder beantworten Sie meine Fragen ganz korrekt.
Entweder legen Sie auf und verschwenden Sie meine Zeit nicht. Warum denn die jetzt um Peter? Also es wird tatsächlich immer skurriler. Die will, also erstmal, ich meine, das eigentlich müsste man ja checken, was hier am Telefon abgeht. Der Kunde ist schlichtweg einfach geistig eingeschränkt. Und die versucht wirklich, jemanden hier abzuzocken, ja, der gar keine Geschäfte machen darf, gar kein eigenes Geld verwaltet. Also der besitzt zwar Geld, aber er hat keinen richtigen Zugriff drauf. So ist es halt mit dem Betreuer. Ja, und da machen die überhaupt keinen Halt vor und versuchen die Leute trotzdem abzuzocken. Und dann erzählt sie hier noch was davon, sie ist ja so eine tolle Geschäftsfrau. Einfach nur noch abartig, diese Menschen da am Telefon. Wie alt sind Sie? Ich? Wie alt sind Sie? 29. Ah, 29. Vielleicht können Sie bis 29 rechnen. Okay, wissen Sie was? Überhaupt, also ist das von Ihrer Stimme und von Ihrer Sprechweise ganz verständlich, dass Sie überhaupt keine Ahnung darüber haben. Ja? Da können wir überhaupt kein Geschäft mit solcher Person machen. Sie haben keine Ahnung, worum es geht. Sie antworten auf meine Frage nicht bestimmt. Da können wir überhaupt zusammen nicht weiterarbeiten. Das ist so, ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Dankeschön, tschüss. Du bist eine Betrüger-Lady. Einfach nur Wahnsinn. Tja, sobald sie kein Geld holen kann, machen sie sich aus dem Staub. Aber man kennt es nicht anders von den Betrügern. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen möchtet. Ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit vielen weiteren Videoangeboten auf unserem Kanal. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.